Mein Name ist Klaus Feldmann, ich bin Handballtrainer und Trainerausbilder, mache das hauptberuflich mittlerweile seit 27 Jahren. Der Laden heißt handballakademie.de, aber ich arbeite nicht alleine, sondern ich habe eine Reihe von Trainerkollegen, wie jetzt hier auch den Frank Denne und den Matthias Kornes, die mit mir zusammen agieren. Und in der Art und Weise sind wir schon viele Jahre unterwegs. Was wir machen, sind Handballcamps und Trainerschulungen überall in Deutschland und auch ein bisschen in der weiten Welt. Ich komme und wohne auch immer noch in Griesheim bei Darmstadt. Das ist etwas südlich von Frankfurt, also südliches Hessen. Das ist eine lange Geschichte, weil vor etwas mehr als 20 Jahren gab es hier mal das Future Team. Das war eine tolle Idee, den Jugendhandball in Schermbeck wieder voranzubringen. Und im Rahmen dieser Initiative über Burkhard Bell bin ich angesprochen worden, dann mal hier eine Trainerschulung zu machen. Dann haben wir daraus die Idee von einem Camp entwickelt, vereinsintern. Und das hat sich jetzt über 20 Jahre so durchgesetzt. Im weitesten Sinne ja, weil ich nicht immer dabei war. Wir haben mittlerweile eine große Anzahl an Camps am Laufen. Das heißt also, dass manchmal auch zwei oder teilweise sogar drei Veranstaltungen parallel laufen. Das heißt dann auch in dem Moment, dass ich nicht überall sein kann, sondern wir verteilen das ein kleines bisschen. Aber ich denke, dass ich glaube ich 8 oder 9 Mal auf jeden Fall da war. Na gut, man sieht einerseits die Entwicklung von den Kindern über die Jahre hinweg, weil die kommen ja dann teilweise als Teilnehmer in der jüngsten Gruppe und im nächsten Jahr und im nächsten Jahr und dann so hoch, die sind ja groß geworden und dann merkt man auch, wie sie sich entwickeln. Und man sieht natürlich auch, dass hier im Verein über die Jahre hinweg stabil gearbeitet wurde. Also gerade jetzt mit der ältesten Gruppe, das ist einfach wirklich auch eine Freude und ein Genuss zu arbeiten, weil die gut ausgebildet sind. Und das kann nicht nur an den 5 Tagen liegen, die wir einmal pro Jahr hier machen, sondern das liegt halt auch an der Zeit, die sie sonst im Verein arbeiten. Im Moment spüren wir es nicht so arg, weil wir arbeiten zwar jetzt unter den aktuellen Bedingungen hier anders als normal, aber wir können wenigstens arbeiten. Der etwas krassere Bruch war im Grunde genommen dann im Frühjahr, als das Ganze losging, weil alle Veranstaltungen, also egal ob Camps über die Osterferienzeit oder halt auch Trainerschulungen, auch in der Folge bis in den Sommer rein, die sind natürlich ausgefallen und dann war mal von heute auf morgen war halt gar nichts zu tun. Im Moment ist die Situation noch in Ordnung, wobei natürlich über die Entwicklung über jeder Veranstaltung in den kommenden Tagen und Wochen so ein kleines Damoklesschwert hängt. Und es könnte natürlich sein, dass was von heute auf morgen abgesagt wird. Ach Gott, 3 gleich. das ist schwierig zu sagen. Also, ich würde es eher so ein bisschen in kleine Geschichten verpacken. Also das, was mich am meisten umtreibt, sind natürlich viele Sachen im Ausland. Ich bin seit 1996, da war ich das erste Mal international unterwegs in Indien, bin ich mit Trainerschulungen und Kursen dann tätig, war auch in der Statistik- und Analysegruppe bei den Weltmeisterschaften dann in den vergangenen Jahren immer mal dabei. Und habe dann insgesamt 54 Länder mittlerweile bereist. Und das ist schon ein ganz, ganz prägendes Ding für mich. Die zweite Sache, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass ich es geschafft habe, den eigenen Sohn 11 Jahre und die eigene Tochter 9 Jahre zu trainieren, ohne dass es da größerartig Stress gegeben hat. Die sind beide mit Mannschaften groß geworden, über die ich auch sehr erfreut und stolz bin, weil sie haben halt anständig Handball spielen gelernt und sie haben anständig gelernt, sich im Teamsport zu bewegen und das ist auch schon was wert. Also. Und der dritte Punkt ist, dass es vielleicht über die Jahre hinweg gelungen ist, ja, ich sag jetzt mal ein kleines bisschen so ein Konzept oder ein System zu entwickeln, wie von unten heraus bis in den Bereich aktiv hinein ich mir den Handball vorstelle und wie man das vermitteln kann. Und das ist halt auch die Basis für mein Arbeitsleben. Also da bin ich auch ein kleines bisschen froh und stolz drüber. Ja, müssen wir nochmal machen.